Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich wollte ich gerade einen Vlog starten, I'm so sorry. Aber ich habe mich entschlossen, noch mal ein extra Video zu drehen. Ich bin gefallen, hingefallen und wollte euch erzählen, wie genau das passiert ist, damit man auch ein extra Video wieder auf dem Kanal hat, falls nicht alle Leute meine Videos gucken, was wahrscheinlich sowieso der Fall ist natürlich, aber... Also es ist ganz frisch passiert, vor einer Viertelstunde bin ich hingefallen tatsächlich und werde euch jetzt mal genau erklären, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Einen Moment. Ich wollte wie jeden Morgen, es ist glaube ich jetzt 7:15 oder 7:30, die Hunde füttern. Dafür mache ich immer Folgendes. Ich mache den Hunden im Moment, kriegen sie Reis und ihre Welpennahrung vermischt in diesem Topf mit Wasser. Natürlich, heute habe ich noch Kartoffeln dazu gemacht, weil ich die Hoffnung hatte, dass das mit dem Durchfall ein bisschen besser geworden ist. Leider ist es immer noch relativ, also es ist weich, es ist nicht flüssig, aber es ist noch so ein bisschen weich. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ich wollte jedenfalls die Hunde füttern, ne, damit die da schon mal beschäftigt sind. Wie ihr seht, haben die noch nicht mal gegessen, hätte ich mir auch sparen können. Und dann habe ich hier eine dicke Kakerlake gesehen. Ihr müsst wissen, die Kakerlaken sind hier in der Türkei richtig fett, also wirklich solche dicken Dinger, die lief da lang. So, und dann habe ich mich erschrocken natürlich, habe gedacht, scheiße, was mache ich denn jetzt? Also hier ist sowieso nicht ideal, wenn man hier nicht gut waschen kann. Darum soll es auch nicht gehen. Erzählen wollte ich aber, dass die Hunde, wenn ich morgens komme, die mir natürlich hier bettelnd und hier hochspringend, versuchend unter die Füße laufen. So, jetzt versuche ich schon immer hier runter zu gehen. Gerade morgens ist es besonders gefährlich, weil die haben Hunger und die wollen natürlich begrüßt werden. Jetzt liegen die da ganz unschuldig. Ich habe versucht, sie so ein bisschen zur Seite, aber das ging nicht. Da die Stufe hier jetzt sehr hoch ist, hatte ich hier, mit der einen Hand hatte ich auch das Wasser für die Hunde, weil ich das ausspülen wollte und bin dann hier runter. Aber die laufen mir die ganze Zeit unter den Füßen, ja. Und da sie ja noch keine Erziehung haben, hören die natürlich auch noch nicht und gerade morgens eigentlich unmöglich. Und während ich jetzt hier mit dem Fuß runtergehe, sind die beide unter meinen Füßen, ja. Ich habe dann versucht, nochmal so eine kleine Freiraum mir zu schaffen. Und während ich diesen Freiraum schon hatte, sind sie im letzten Augenblick beide unter meine Füße. Das heißt, es hat mir die Füße, haben sie mir weggezogen. Ich bin zur Hälfte auf die Tiere getreten, denen hat das aber auch nichts ausgemacht. Und dann habe ich natürlich versucht, mein Gewicht während des Fallens wieder auf meine Hand, ne, wieder auf meine kaputte Hand, tut auch wieder weh jetzt, bin ich also in diese Kacke rein. Also ich bin genau hier in diese Scheiße reingefallen. Meine Hand ging in diese, da war auch so Reste von Kacke noch, also nicht viel, aber ein bisschen. Ich bin da rein und meine Nase ist genau auf, ich glaube, entweder dieser Stein, es müsste dieser Stein gewesen sein, meine Nase ist genau auf diesen Stein geknallt. So, und nun lag ich da, die Hunde auch voll scheiße, die sind bestimmt immer noch voller Dreck, weil das ganze Fell war mit denen auch voll. Die sind natürlich mit mir hingefallen, aber die haben nicht mal gejault. Wo war das? So, Leute, und jetzt erstaunlicherweise hat das... Also ich bin mit der Nase und hier mit dem unter dem Auge und mit der Nase. Ich bin genau auf die Spitze. Deswegen ist es hier wahrscheinlich auch so kaputt. Ich habe noch nicht mal richtig geguckt im Spiegel, weil wir haben überall so ein Scheiß. Entschuldigt bitte, so ein doofes Licht im Badezimmer und auch im Flur. Ich konnte das noch gar nicht richtig betrachten. Ich kann das jetzt hier viel besser sehen. Ich muss also mit einer Spitze von dem Stein hier aufgeknallt sein. Es hat richtig Knack gemacht, ne? Ob ihr das glaubt oder nicht. Ich hatte gedacht, die Nase ist gebrochen. Ich habe gedacht, jetzt ist alles gebrochen, weil das hat wirklich richtig Knack gemacht. Und ich habe auch die Wucht, weil ich konnte mich schon wieder überhaupt nicht abfangen, ne? Ich habe mich mit dem Arm zwar abgefangen, aber trotzdem, ich bin voll drauf. Also es hat... Also ich verstehe gar nicht, wieso das nur ein Glück, Alhamdulillah, nur so wenig ist. Weil ich habe gedacht, ich habe jetzt das ganze Gesicht kaputt. Ne? So hat sich das angefühlt. Aber es hat nicht wehgetan so doll. Also es hat wehgetan, aber nicht so schlimm. Meine Nase ist dick geworden. Hier ist auch, wird sie jetzt auch langsam dick. Will jetzt auch nicht so viel drauf fassen. Wie gesagt, ich konnte das noch gar nicht richtig betrachten, die ganze Misere, weil ich keinen Spiegel habe oder keinen richtigen Spiegel. Also die Spiegel schon, aber kein richtiges Licht. Außerdem bin ich, Moment, bin ich auch
hier hingefallen. Das muss auch einer von den Steinen wieder gewesen sein. Wahrscheinlich diese Mini-Steine. Ich habe keine Ahnung, weil das sieht ja schon echt spitz aus. Kurz im Moment war mir wieder übel, ähnlich wie damals, als ich auf meinen Arm gefallen bin. Und ich musste mich kurz orientieren, außerdem bin ich voll nach Kacke gerochen, weil ich ja auch da reingefallen bin. Und dann die Hunde wieder auf mich drauf, die ja immer noch bettelnd weiterhin versucht haben, ihr Futter von mir zu bekommen. Und es war ja nicht in meiner Hand, Futter stand ja hier, ne? Ich hatte nur die, ich hatte gar nichts in der Hand, ich hatte auch keine Wasserflasche in der Hand, ich hatte gar nichts, weil ich wollte die Näpfe holen, um sie dann zu reinigen. Genau, ich hatte gar nichts in der Hand, ich hatte nichts, ich hatte, sonst hätte ich mich ja auch nicht abfangen können mit meinem Arm, genau. So war es. Ich habe gar nichts in der Hand gehabt, nicht mal die Wasserflasche. Und das war, ist, als trittst du, also wie gesagt, ich wollte auftreten und während ich runterging mit meinem Fuß, waren die Hunde beide unter meinem Fuß geraten. Ja, so dass ich dann halb auf die Hunde getreten bin, was dem, wie gesagt, gar nichts ausgemacht. Die mussten sich, haben sich da wieder rausgewurstelt aus diesem Tritt. Und ich bin wahrscheinlich leer gefallen. Also wie genau, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben die mir die Füße weggezogen oder den Fuß weggezogen. Und ich bin wieder mit der Hand, ich weiß gar nicht, wie ich das immer automatisch mache. Ne? Ich habe mich wieder mit meinem kaputten Arm abgefangen und dann lag ich da. Ich habe sofort den Traum, ich bin voll mit, ich habe auch gar keine Ahnung, wieso ich meinen Kopf nicht, wahrscheinlich durch die Wucht, weil ich ja wieder mit dem vollen Gewicht aus relativ hoher Höhe, es ist ja relativ hoch, seht ihr ja vielleicht, es ist ja relativ hoch hier. Also die Stufe ist ja nicht, ne, das ist ja keine normale Treppenstufe. Das sind ja 50, 40 Zentimeter bestimmt. Und ich bin da voll runtergesaust. Und dann konnte ich mich, auch der Arm hat jetzt nicht das volle Gewicht. Ne? Wahrscheinlich ist das volle Gewicht auf meine Nase. Und auf, also wirklich, ich habe gedacht, die Nase ist gebrochen. Es hat sich so angefühlt. Das hat richtig Knack gemacht. Wir haben ein Glück, meine ich, Alhamdulillah, ich habe ja einen richtig stabilen Körper, ich habe auch eine gute Haut, ich werde nicht so schnell braun und blau. Ne? Ich glaube, wenn das ein normaler Mensch, ne? Ich bin nicht normal, also bei mir wird wirklich ganz schwer und ganz, also dann, wenn ich mal blau werde, dann muss schon richtig viel passieren. Aber jemand anders wäre jetzt bestimmt grün und blau, weil ich, keine Ahnung, also bin ich da drauf geknallt. Und dann lag ich da in der Kacke, links und rechts. Aber irgendwie, ich habe an meiner Hose und an meinen Beinen keine Kacke gehabt. Ne? An Hand hatte ich. Dann habe ich gedacht, was machst du jetzt so? Jetzt erstmal habe ich gedacht, die Hunde versorgen. Erstmal die Näpfe sauber machen, damit die Hunde zu fressen haben und die ganze Kacke überall einsammeln. Und dann kümmerst du dich um dich. Habe ich auch gemacht. Ich habe da dann alles wieder dahingestellt. Aber für den kurzen Moment, wo ich versucht habe aufzustehen, wurde mir wieder ein bisschen übel und ich habe gedacht, so, ich stehe dann, ich falle oft hin in meinem Leben, ne? Und dann sitze ich da oder stehe da oder lag da, ich lag noch und habe erstmal meine ganzen Knochen zusammengesammelt wieder überlegt, ist alles soweit in Ordnung. Ich habe gemerkt, dass das Blut so ein bisschen runterlief, es hat so ein bisschen so ein warmes Sickern kam runter. Und dann bin ich aber aufgestanden, dann merkte ich, mir wird ein bisschen übel, aber es ist noch in Ordnung, ja, also ich kann weitermachen, ist nicht so schlimm. Und dann habe ich mich zusammengerissen, habe nochmal überlegt, oh Gott, ich stink nach Kacke, soll ich mich jetzt erstmal waschen? Nee, habe ich gedacht, ich habe die Näpfe dann genommen, ich konnte auch gut laufen, war alles in Ordnung, auch der Kopf war okay. Und dann bin ich hin, habe die Näpfe nochmal hochgeklettert wieder, habe die Näpfe dann da ausgewaschen und bin dann wieder hin und habe dann mit einer Tüte die ganze Kacke eingesammelt, ist noch ein bisschen weich, deswegen war das alles auch nicht so lecker. Ne? Glaube ich, 7, 8 Kackhaufen habe ich eingesammelt, dann in den Müll geschmissen und dann habe ich den Hunden, die in den ausgespülten Näpfe ihr Futter gegeben, was sie ja nicht gefressen haben, so richtig. Dann habe ich nochmal Wasser aufgefüllt, habe ihnen ihr Wasser gegeben. So, und dann habe ich mein Handy geschnappt und habe euch als allererstes in meinem Vlog die Misere gezeigt. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich aussah, kurz nach dem Unfall, ohne dass irgendjemand Bescheid wusste, guckt euch den Vlog an. Von gestern. Ich werde auch dieses Video, naja, nee, dieses Video werde ich wahrscheinlich erst morgen online stellen. Aber oh mein Gott, Alhamdulillah, ich bin so dankbar, dass nichts gebrochen ist. Die Nase ist okay. Auch hier, ich habe gedacht, dass der Knochen gebrochen ist, ne? Weil das hat sich echt so angehört, ja. Fopp, hat das Knacks gemacht, so richtig wie Knochen durchbricht, ne? Wenn Knochen bewegt. Ihr Ischlinge, nee. Ihr seid voll Kacke. Euch fasse ich ganz bestimmt nicht an. Die muss man gleich erstmal so ein bisschen abduschen, die Kacke da. Ja,
Also das ist jetzt hier nicht ideal, ne? Also da werde ich auf jeden Fall die Hunde wegnehmen, vielleicht, dass ich sie da hinten in die Poolanlage gebe. Da sind ja Fliesen überall, da kann man besser waschen auch. Und dann habe ich auch den ganzen Kram mit dem Kacken und dem Essen und da kann man besser wegwaschen. Und ich falle da auch nicht hin. Oh Leute, musste dann das wieder sein? Ich weiß ja, dass das gefährlich ist da, ja. Und ich und die Hunde laufen mir halt unter die Füße. Sie sind noch nicht erzogen und morgens hat ja auch keiner Lust, ne? Eigentlich müsste ich sie an die Leine legen. Ich müsste erstmal runter, ich müsste sie erstmal nehmen und müsste sie an die Leine legen und müsste dann ihren Platz sauber machen, damit sie mir nicht unter den Füßen laufen. Jetzt ist halt alles noch nicht ideal hier, ne? Aber es kriegt schon hin, inshallah. Aber heute ist erstmal wieder genug, ne? Anschließend, als ich dann fertig war, bin ich erstmal ins Badezimmer. Da muss ich gleich auch nochmal alles wieder sauber machen und habe mir die Hände gewaschen. Dann habe ich sie desinfiziert und dann habe ich nochmal gewaschen. Dann bin ich in die Dusche und habe versucht, alles schön noch einmal mit Seife abzuwaschen. Mein Gesicht, ich bräuchte jetzt eigentlich auch Wunddesinfektionsmittel, habe ich aber nicht. Ich Idiot, was habe ich auch nie zu Hause, ne? Muss unbedingt mal holen gleich. Und ich will jetzt meinen Mann aber auch nicht aufwecken, ne? Also lass den mal schlafen. Heute Nacht haben die Hunde auch gebellt. Ich weiß gar nicht, um 2:30 oder so. Naja, muss ich auch mal interviewen, was da denn wieder los war. Habe ich gestern Nacht gar nicht mehr gefragt. Gut, mein Lieben, das war mal jetzt wieder so der kurze Update-Bericht zu meinem Wiederunfall. Also es ist schon echt eigenartig, aber ja, was willst du machen, ne? Passiert halt, kann man nicht ändern. Aber wo sind die denn jetzt wieder, die Schlinge? Der eine frisst, könnt ihr ja vielleicht noch mal gucken, wenn ihr Lust habt. Was macht der andere? Eine frisst, wo ist der Junge? Wahrscheinlich in seinem Holzhaus, oder bist du da? Nee, dann wird er da wahrscheinlich in seinem Stall sein. Da in dem Kleinen liegt da drin, in dem Schwarzen. Und Madame hat Hunger. Gut, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich erzähle das alles auch gleich nochmal in meinem Vlog. Dann habt ihr das dick und breit 100-mal nochmal erklärt. Aber für ein eigenständiges Video ist, glaube ich, immer ganz gut. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.